Und das war wieder YouTube. Einmal ganz kurz, die im Chat, ihr wisst Bescheid, dass wir aufnehmen. Und wir hopsen jetzt los. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal endlich das finde ich übrigens super, dass du Sub auf unserem eigenen Channel bist. Willst du mir jetzt damit sagen, habe ich mich selber abonniert oder was? Finde ich so geil, dass ich mich selbst abonniert habe. Schreibst du uns auch wieder liebevoll. Oh, den habe ich vergessen. Gut, dass du mir das sagst. Da steht 48 Monatsabo. Oh, gut, entschuldige bitte, dass ich das vergessen habe, kurz eben. Einmal eben die Anwendung. Hast du was gut bei mir? Da. Genau, ich wollte gucken, wir hatten ja letztes Mal unsere Ausrüstung, glaube ich, wiedergeholt, ne? Das hat man schon gemacht, genau. Genau, das hatten wir. Da liegen sie aufgereiht. Ja, auch im Tod sind die Soldaten einfach immer noch... Ne? Reih und Glied. Yes. Ach ja, Philanka, ist auch schon ein Weilchen her, als ich das letzte Mal hier war. Aber im Moment interessiert mich der Luftpirat mehr. Bringt mich zu Ihnen, Soldat. Natürlich, Generalin. Folgt mir bitte. Oh, was ist denn hier passiert? Alle drei. Tot. Das gibt es doch nicht. Wer war das? Sieht mir nach Schnittwunden aus. Schnittwunden? Moment. Kann es sein, dass es dieser Kerl war? Der Gefangene ist tatsächlich ausgebrochen. Stehst du da noch herum? Gib den Soldaten Order, dass sie die gesamte Stadt durchkämmen sollen. Ja, zu Befehl. So, dort über den Tisch springen, weißt du, so Action-Style-mäßig. Ja, so Ninjan. Weißt du, ja, mit so drei Rollen noch Saltos in der Luft. So ein Salto zu pixeln ist gar nicht so einfach. Nee. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn wir einen der Luftpiraten wirklich erwischt hätten. Ich wüsste nur zu gerne, was mit Emanuel passiert ist. Wer ist Emanuel? Emanuel Kant. Emanuel Neuer, was? Nein. Da bist du ja. Und, hast du die Sachen gefunden? Ja, habe ich. Benares und das Buch sind wieder in meinem Besitz. Übrigens, aber hier ist deine Waffe, Kim. Ja? Du weißt schon noch, wer Emanuel ist, oder? Du hast ihn ja gesehen im Spiel. Überleg mal. Ich höre es rattern. Inno, weißt du es noch? War es nicht Emikos Vater? Klaskos Vater? Ja. Also, naja, wie auch immer man das jetzt sehen will, ne? Aber. Ja, gut, okay. Wir werden es ja dann, wir machen das schon. Oh, vielen Dank. Ich denke aber, dass wir uns jetzt schnell noch auf den Weg machen. Ich kam leider nicht umhin, ein paar Wachen zu erledigen. Die wird man früher oder später finden. Aber wie kamst du eigentlich auf die Idee, dass es hier einen Zugang zu den Kerkern gab, Seto? Ich habe ein Buch darüber gelesen. Das ist einer seiner Sprüche. Du solltest Philanka nun ganz verlassen. Dazu sollten wir Richtung Norden. Dort kommst du direkt vor die Mauern der Stadt. Gut. Was ist mit dir, Kim? Ich müsste auch Philanka verlassen. Wäre es ein Problem, wenn ich so lange mit euch käme? Solange du uns nicht im Weg stehst, sehe ich nichts, was dagegen spricht. Das werde ich schon nicht. Nicht mit der Waffe. Irgendwie sieht das ganz komisch aus, als wäre ihr Kopf größer als der von Emiko. Eigentlich nicht. Weil es sieht mir nämlich aus, als wenn ihre Augen 4 Pixel bis zum Kinn bräuchten und die von Emiko nur 3. Das müsste ich jetzt nachzählen, aber... Ja, ich hab's jetzt ja eh ein bisschen größer gezerrt, deswegen ist es jetzt nur geschätzt, aber es sieht ein bisschen aus, einfach nur so. Na denn, gehen wir. Ich meine, das wären ja Sachen, die kann man... Gut, schon fertig. Gut, lasst uns schnetzeln uns durch die Kanalisation. Weil der feine Herr Seto ja nicht springen wollte, können wir mit Emiko jetzt ganz lustig herumspringen. Ja. Oh, ja, richtig.
Eat this! Was hat sie denn? Bolzenschuss. Okay, nachladen. Okay, Köcher nachladen, alles klar. Meisterschuss, 120% Waffenschaden. 30%. Brauchen wir gar keine mehr. Hey, sie hat ja auch eine Fliegerbrille. Ja, die sollte sie eigentlich nicht mehr haben. Ja, sie hat jetzt ja so ein Stirnband, ne? Ja, sie hat ein weißes Stirnband tatsächlich. Erstaunlich, was ihr für Fähigkeiten habt. Ich hab nur angegriffen. Du bist schon beeindruckt? Das ist ein schlechtes Zeichen. Nee. Sie hat doch Setus magischen Angriff gesehen. Achso, stimmt, da war ja was. Nur gut, dass wir hier unten niemand anders ist als wir, sonst bekämen wir Ärger. Da sagst du was. Die Mordsanlagen reichen noch nicht bis hier runter. Ich hoffe nur, dass du uns nicht verraten wirst. Ich werde selbst gesucht. Da werde ich wohl kaum zu Mikan-Soldaten gehen und euch anzeigen wollen. So? Und warum wirst du gesucht? Tut mir leid, aber die Antwort bleibe ich euch schuldig. Auch gut. Scheint ihr ernst zu sein. Schon bei mir wollte sie nichts sagen. Und wir sind jetzt besteste Freunde. Oh. Liebes. So. Ja, Eagle, Features. Sag ich dann nur. Features? Springen meinst du, oder was? Oder bin ich jetzt wieder voll daneben? Mhm. Dann ist ja gut. Weil du meintest ja, du liebst es. Ach so. Aha! Komme er her, Truhe! Ein Seil. Sehr gut. Hätte schwören können, dass es eine Mimik ist. Die gibt es tatsächlich in der Demo nicht, ne? Das ist im Übrigen ein Trauma von mir, das sage ich bei jeder Kiste. Oh je. Ich habe mich nicht an der Mimik angesetzt. Soll das sein? In der gesamten Synchronisation sollen 5 Schalter sein. Alle betätigt, entriegeln sie das Gittertür im Nordausgang. Okay. Ich frage mich, warum alles in der Welt gerade dieser Mechanismus hier unten zu tragen kommt. Das ist völlig unlogisch. Es ist das Einzige ist, was uns hier rauslässt, sollten wir sie alle suchen und betätigen. Egal wie dumm der Mechanismus erscheinen mag, Seto. Hallo Spieler, egal wie unlogisch dir das vorkommt, die Charaktere haben gerade gesagt, dass es egal ist. Es ist so, es ist echt so. Was ist das denn für ein Quatsch? Wer hat sich das denn ausgedacht? Es so? Ist ja fast so, als hätte das hier ein Entwickler gemacht. Die wären alle in einem Spiel. Ist das einfach ein NPC? Was? Eben nicht. Der Daniel, der ist übrigens auch, so, der hat so eine leichte Mimikphobie. Der sagt nämlich auch irgendwie, wenn ein Alvron nur eine Mimik findet, dann bricht er ab oder so. Ja, ich hab auch gehört, Daniel will immer weglaufen, wenn eine Mimik irgendwie auftaucht. Okay, ich sehe also schon, die Bereiche mit den kleinen Penissen sind da, wo die Hebel sind. Ja, ich habe die Karte nicht irgendwo gezeichnet. Aha. Wer war denn das? Corti. Die alte Ratte, wollte ich gerade sagen, aber das ist ja der Gegner. Die alte Maschine. Mhm. Der alte Kaiber. War links noch was? Ui. Ist halt auch geil, wie Seto einfach so, na, ich springe hier nicht, mimimi, weißt du? Und dann dann nimmt Emiko ihn einfach Huckepack und dann ja, fragt man sich schon, wie das jetzt aussieht, ne? Na komm, ich trage dich, Prinzessin. Die Wahrheit war einfach, ich wollte Setos Sprung-Animation nicht pixeln. Ah. Und dann dachte ich mir so, ja, warum sollte man eigentlich schon mit Seto die ganze Kanalisation absuchen? Macht ja halt für ihn persönlich jetzt auch gar keinen Sinn.
Und da habe ich das halt so gelöst, dass ein direkter Weg halt mit Seto betretbar ist, direkt. Und sobald man Emiko hat, kann man dann überall hin. Sehr gut. Ja gut, es macht natürlich dann... Es macht natürlich dann insofern auch Sinn, dass man als Spieler dann halt auch alles in Ruhe erkundet, wenn man sowieso mit überall hin muss, ne? Mit den Schaltern. Ja. Und dann auch mit dem kompletten Team. Schlitz sie auf. Ich dachte mir halt so von wegen, es könnte ja so lustiger Moment sein, wo dann Seto wirklich sagt, ja, ich spring da nicht runter, mimimi. Edgy McEdgelord. So. Oh, Alter, wie schlecht ist das Spiel denn? Guck das mal an. Die Wasserbobbles gehen auf den Weg. Oh. Oh mein Gott. Scheiße. Man sollte den Macher mal verklagen. Aber echt, ey. Anzeige ist raus. Sehr gut. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, du bist doch nicht so voller Hass wie ich, ne? Nee. Ich bin nur... voller Zynismus. So gute Ratschläge geben. Sagt er gar nichts dazu? Völlig baff. Was? Kann ich muss noch überlegen, ob das ernst gemeint war oder ein Diss. Ich weiß das noch nicht so genau. Es war tatsächlich ernst gemeint. Na, dann danke ich dir. Bitteschön. Dann habe ich etwas, was ich an meinen Kühlschrank heften kann. Boah, Alter! dann nimmst du dir, als du die auf, dann nimmst du dir die Session gerade auf und dann machst du daraus ein GIF oder so. Ist der ganze Session. Ja, guck mal, weil einer muss mich ja mal loben, ne? Und das muss ich von mir auf jeden Fall in Gedenken halten. Und du meinst, ich lob dich nie, oder was? Ich dachte, du ignorierst mich einfach immer nur 3 Wochen. Ja, wenn du frech bist, ja. Also immer. Das wäre doch eigentlich so eine Pfütze, aus der Aska jetzt sein Blut schlürfen würde, oder? Weiß ja nicht. Genau der Pfütze, ja. Ja, Aska ist da nicht so wählerisch. Der sagt das zwar immer, aber der haut seine Fangzähne an jedes ekelhafte Fass. Das ist wieder dieser Standard. Jetzt kommt gerade so eine SMS von Aska. Das habe ich gehört, du Wurm. So eine Sprachnachricht. Oh Gott. So eine Sprachnachricht, weißt du, und wenn du das dann denn das Pfeil aufmachst, kommt dann einfach dieses dieses Ich würde es feiern, ich würde es total feiern, ohne Scheiß. Gib mir mal deine Handynummer, kann ich dir morgen schicke ich dir das von dem als Wechselton. Es wäre jetzt die absolute Krönung, wenn jemand Askas Lacher als Sound-Benachrichtigungston eingestellt hätte. Wenn du immer so eine WhatsApp-Nachricht kriegst. Ja, genau. Ich glaube, ich mach das. Ich zieh das durch. Ich finde die Idee einfach zu gut, ey. Ich will davon bitte eine Aufnahme haben, ja? Also damit so du dein Trauma auch niemals verarbeitest. Richtig. Ich komme hier sowieso nie wieder raus, das weißt du genau. Das hat solche Schmerzen hinterlassen, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Also ich habe was sehr Dezentes, ich habe den Safe-Sound von Undertale. Dieses Bläum? Ich muss mir das gerade vorstellen, wenn mein Handy mich anlacht. Entschuldigung. Das ist einfach zu geil. Boah, ich hab die Datei doch hier, ich lade mir die gleich aufs Handy. Wollte ich gerade sagen, du hast die Datei doch sowieso irgendwie auf deinem Polar-Alarm-Knopf. Du hast bestimmt die Wave davon. Ja, ich hab's auch notfalls als OGG. Ich glaube, es müsst ihr so bei Windows einstellen, dass es der Windows-Start-Sound ist, weißt du? Oh Moment, geht das bei Windows 10 noch? Da gibt's doch gar keinen Sound. Ah, das geht gar nicht mehr. Ja, richtig. Früher konnte man das machen. Ja. So eine Siegerfanfare oder so. So habe ich das mal als Kiddie immer eingestellt bei mir auf dem PC. Wenn er runterfahren sollte, hat er immer so eine Siegesfanfare gemacht. Von wegen, ja, endlich darf ich wieder aus sein.
Ich hätte gedacht, da kommt eher so Game-Over-Titel. Das wäre auch mein Gedanke gewesen, ja. Ich finde es auch sehr schön, wie die Stangen auch wirklich so der Reihenfolge weggehen, dass wir uns nicht da durchquetschen könnten. Ja. Es tut mir leid, aber dafür war ich schon wieder zu voll. Dachte ich mir so, ah komm, wenn jetzt später nur noch eine Stange ist, kann man sich theoretisch durchquetschen, das weiß ich, aber... Naja, immerhin, in jedem anderen Spiel wäre da jetzt einfach eine lila, viereckige magische Barriere, die erst sich öffnet oder verschwindet, wenn alle Schalter betätigt worden sind. Ja. Oder wenn man einen Arm mit sich schiert. Okay, dann ist der letzte oben links. Ja, in Vampire's Dawn 3 war das doch. Da musstest du den Arm, da war doch das Tattoo. War doch der Schlüssel zum Haus der Freunde drehen. Ja. Die Innocentia kennt das Let's Play jetzt. Sie weiß ganz, was da los ist. Ja. Besser Arm ab als Arm ab, ne? Oder wie war das? Trotz der Bauer über den Trecker war die Brotzeit nicht sehr lecker. So richtige Igelweisheiten heute. So, guck mal da. Ach, leider sind wir zu fett, schade. Es ist ja schon echt humoristisch an solchen Stellen, ne? Du kannst jetzt doch froh sein, dass du kein Pixel-Movement hast, wenn du so. Ja, oh, das ist was im Weg, da ist auch was im Weg, da auch. Na, beim Pixel-Movement könntest du dich jetzt wieder dazwischen stellen, dann wird es wieder komisch aussehen. Deswegen arbeite ich mit den alten Makern. Ja, gut, die neuen Maker haben ja auch kein Pixel-Movement, außer du baust es ein. Oh. Aber ich kenne ja keinen, der so dumm wäre, das einzubauen. Ich auch nicht. Also nicht persönlich. Aber Undertale hat es ja, ne? Das weiß ich nicht. Oh! Ist geschafft! Ja. Nun ist der Weg frei. Das ist so fies, ey. Selbst den Map-Wechsel machst du noch und dann ist einfach nix, ey. Weiber. Hör mal, wenn ich schon keine Fallen oder so einbaue, dann das. Meinst du keine random Fallen, wenn man drauf trittst, dass du dann eine Einblendung kriegst, dass eine Falle war und du Schaden kriegst? Also sowas finde ich immer so doof. Sowas würde ich auch nicht in mein Spiel einbauen. Das wundert mich jetzt aber. Aha. Das ist doch das beste System der Welt. Nee. Ich will wissen, ob da was hinter ist, deswegen muss ich leider aus dem Weg räumen. Spoiler. Erfahrungspunkte. Spoiler, nein, da ist nichts hinter. Weiß ich jetzt nicht. Muss ich gucken. Bin ja dabei. Oh, hier, komm. Aua! Irgendeiner hat da im Hintergrund die Chipstüte knallen lassen. Oh, cool. Eine Abkürzung. Ich speichere nochmal vorher. Was sagen denn eigentlich so meine Punkte? Ich sage meine Anzahl der Zelte. Ich habe noch zwei. Bestimmt ein Boss. Muss einfach so sein. Sieht so aus, als ob wir es geschafft haben. Na hoffentlich, der Geruch hier unten ist ja kaum zu ertragen. Wir müssten uns nun knapp hinter der nördlichen Mauer von Phelanka befinden. Also schnell die Leiter hoch, dann haben wir es hinter uns. Oder auch nicht. Jetzt kommt der Rattenkönig. Was ist denn das für ein gigantisches Biest? Ist es etwa ein Rattenkönig? Ernsthaft? Wäre zumindest nachvollziehbar, jetzt, da wir viele seiner Untertanen getötet haben. Und jedes Mal, wenn man eine besiegt, wird er stärker. Ich kritze den einfach weg, ist mir doch egal. Komm her. Eat this! Hau ihm die Krone vom Kopf. Und dann ist er kein Rattenkönig mehr. Dann wird er normale Ratte und dann... Es wäre eigentlich witzig, stell das mal vor. Ich meine, du würdest damit gar nicht rechnen, dass du jetzt eine zweite Auswahlmöglichkeit kriegst als Gegner. Haust mir die Krone weg und dann verwandelt er sich in eine normale Ratte und ist ganz schwach.
Das wär's, ja. Guck mal, da klaut er sich direkt schon wieder Ideen für sein Spiel. Ja. Krasse Ideen, ich weiß. Ey, Freundchen. Ich hab gar keinen Bock drauf. Hier, mach mal. Ja, hier, nimm das. Diese Ratte da sieht plötzlich sehr viel aggressiver aus. Okay, dann machen wir sie kaputt. Ein Bolzmann. Oh, wie geil. Das war schön AOE-Skill hier. Lass mich mal kurz in die Zugreihenfolge gucken. Wir sind dann, dann ist der dran. Er hat Energie genug? Ja, dann machen wir das mal. Er knabbert an mir, das ist überhaupt nicht nett. Anscheinend schmeckst du gut. Das höre ich öfter. Was? So eine leicht salzige Note. Woher weißt du das denn? Weil er genauso schmeckt. Wir sind Gamer, wir schmecken alle gleich. Oh, ihr geht mir um den Sack, ey. Gegenstände. Ja, jetzt kann ich AOE-Skills, guck mich an. Das macht er auch noch direkt, jetzt der Penner. Kann er die wohl, ja. Ja, beruhig dich mal da unten, ey, der rastet ja gleich aus. Nicht gut für seinen Blutdruck. Das ist dann dieser Moment, wenn die kleinen Gegner gefährlicher werden als der Rattenkönig selber. Und zuerst, warte mal. Ach komm, scheiß drauf, ist egal. Bin gleich nochmal mit Emiko drin. Ich möchte, dass wir ihn jetzt David nennen. David? Ich meine, hey, es wäre legitim. Es müsste nur für ihn völlig weird sein, plötzlich von anderen Leuten David genannt zu werden. Das stimmt. Ich meine, ich hatte auch damals mal einen Arbeitskollegen. Wir sind dann irgendwann vom Sie zum Du übergesprungen, aber erst so nach einem Jahr oder so, ne? Ja, wie oft wir uns noch gegenseitig gesiezt haben, das glaubt man gar nicht. Wie war das noch, wenn man nicht weiß, ob man sich siezen oder duzen soll? Man reiche mir das Salz. Genau, richtig. Alter, jetzt geh doch schlafen, ey. Dich mag doch eh keiner. Genau, gib ihm noch ein paar lässige Crits mit auf den Weg. Kim hat's ganz knapp überlebt. Ja, ich hätte so bestimmt ein, du hast doch bestimmt eingebaut, dass auch wenn Charaktere tot sind, sie trotzdem Erfahrung bekommen. Das hoffe ich doch. Nicht. Ich glaube nicht. Solltest du deinen Glauben wechseln. Komm, nix wie raus hier. Also wie gesagt, Quarty hat immer das Technische gemacht. Ich glaube nicht, dass... Wobei er eigentlich mit so Sachen hat er schon so moderne Ansichten gehabt. Ich meine, wenn du ja auch die Nebenquests machst, jetzt zum Beispiel da mit Seth oder Emiko alleine, hat ja trotzdem die ganze Gruppe was davon gehabt. Obwohl du halt nur mit Emiko oder Seth unterwegs warst. Ach, ist das so? Mhm. Okay. Oh, generiert 2 Kombo-Ladungen. Mega geiler Skill, ist jetzt mein Lieblingsskill. So. Ja, schade, dass die Demo gleich vorbei ist. Ja. Was ist denn hier gleich?
weiß nicht mehr. Ich habe nicht das Angriff Gefühl. Auf ein Ziel. Cool. Irgendwie erinnere ich mich noch daran, die Fähigkeit bekommen zu haben und dann ging das gar nicht mehr so lange. Fässer! Es ist gutes Mapping. So, hoffentlich dieses Mal auch das letzte Mal. Hier kommst du zum Wald Felankas. Der wird zwar auch bewacht sein, aber in einem Wald kann man sich eher verstecken als in einer Großstadt. Folge dem Weg nach Norden, bis du aus dem Wald rauskommst. Naja, ja. Stand da zwar so nicht, aber ich habe es trotzdem so vorgelesen. Dann solltest du für den Rest der Reise bis nach Nisola keine großartigen Probleme haben. Okay, ich denke, ich habe es kapiert. Geh immer geradeaus. Ist nicht schwer zu verstehen. Hallo, Schildi. Hallo. Guten Abend. Kann ich dich noch für eine Weile begleiten, Emiko? Müsste auch durch den Wald. Oh. Definitiv, es könnte kalt werden in der Nacht. Sie könnte auch einfach hier auf dem Friedhof bleiben und sich da am Grabstein verstecken. Na prima, dann stellt er vielleicht auch nicht so viele Dummheiten an. Sorry nochmal für die Umstände, die ich dir gemacht habe, Seto. Aber ich danke dir, dass du mir so viel geholfen hast. Schon gut. Geht nun. Bis dann. Auch nochmal danke von meiner Seite aus. Leb wohl, Seto. Die ganzen Szenen übrigens mit Kim geändert. Das heißt, wir sehen jetzt hier auch alten Quark. Ja. Okay. Sorata hat Hasskritik dabei. Geändert. Sehr gut. Was hast du denn geändert in der Szene? Also ich habe nur Dialoge ein bisschen geändert. Okay. Also jetzt aber inhaltlich nichts, also... Nee, inhaltlich ist noch alles gleich, nur halt die Dialoge. Okay. Ihr habt ihn noch immer nicht gefunden? Bedauern leider nicht. Zudem hat er seine Waffen mitsamt des zerbrochenen Schwertes und dem alten Buch... Samt dem zerbrochenen Schwert und dem alten Buch mitgehen lassen. Okay. Und mit dem Luftpiraten ist auch diese blauhaarige Magierin geflohen. Großartig. Eine Schande für das Imperium. Das Darth Vader hört. Tut mir leid. Wahrscheinlich hat dieser Luftpirat die Stadt bereits verlassen. Vielleicht begleite ihn auch diese Magierin. Behalte trotzdem die Stadt im Auge, auch während meiner Abwesenheit. Ich selbst werde morgen früh abreisen und unterwegs nach Kana sein. Stimmt, sie sind ja wegen etwas ganz anderem hier. Die Expedition? Richtig. Daher werde ich nun zu Bett gehen. Durchsuch die Stadt. Wohl. Schlaf gut, ja. Genau. Träum was Schönes. Der Wald Felankas. Puh, ich bin froh, diese Stadt hinter mir zu haben. Dabei soll sie sehr interessant sein. Naja, aber wir hatten leider nicht die Möglichkeit, sie als normale Passanten zu besichtigen. Gibt Schlimmeres. Aber sag, wo willst du denn nun hin? Du sagtest, du wolltest auch durch den Wald. Die Mikan-Wachen haben mich hier gefangen genommen und mich von meinem Shuka getrennt. Ich hoffe daher, dass ich Arton hier finden werde. Waren Shukas sowas wie Chocobos? Ja. Okay, habe ich das noch richtig in Erinnerung? Die Dunkelheit der Nacht wird es auch nicht gerade leicht machen, nach ihm zu suchen. Verstehe. Ich werde mal die Augen offen halten. Ich kann dir aber nicht versprechen, mit dir hier zu bleiben. Ich muss unbedingt weiter Richtung Norden. Du hast Seto gehört. Das ist schon in Ordnung. Bin dir dennoch schon dankbar, dass du mir die Augen offen halten magst. Tja. Na los, gehen wir. Olski. Dann auf durch den finsteren Wald. Finsteren Wald der Finsternis. Ja. Uiuiui, ich sehe schon kommen, ja. Ich werde erstmal Kim hier mal wenig die Brust einreiben. Die sieht nämlich ganz schön kaputt aus. Hello there. So, der präzise Streich macht jetzt auch schön 2 Kombo-Punkte. Ich liebe es. Präziser geht's quasi nicht mehr. Das ist richtig. Bye. Ich hab gesagt bye. Das war der Vorführeffekt. Ja. Wieder 2 neue Salben erhalten. Sehr gut.
Kennst du diese Wick-Hustensalbe, die so... Auf der Brust brennt? Ja. Ja, oh, das ist so geil. Die riecht so gut. Ah. Wick-Vaporub. Oh ja, genau so hieß das. Oh. Ja, die gibt's immer noch. Das hilft aber auch wirklich gut, muss man einfach sagen. Mhm. Boah, was sind das für riesige Wölfe? Die habe ich schon auf der grünen Steppe gesehen, als ich hier unterwegs war. Wahrscheinlich haben sie sich hier niedergelassen. Ja, das ist möglich. So. The more you know. Auf die Fresse! Eat this! Einen Wolfzahn hat er sich gekrallt. Nimm doch alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Oh. Mist. Z hat uns gewarnt. Hier können wir nicht weiter. Bestimmt noch einen anderen Weg aus dem Wald heraus. Irgendwann müssen die Wachen auf ihr Dixi-Klo. Könnten sie auch einfach verprügeln. Es sind ja nur zwei. Und da habe ich alleine drei platt gemacht. Da wir ja wissen, dass wir in einem RPG sind, sind alle gleich stark. Magietränke. Nice. Öle. Das ist ja lustig. Ich kann schön im Kreis laufen. Kannst bestimmt irgendeinem Seil runter. Wirklich. Okay. So wie wir es am Anfang gelernt haben. Mhm. Nee, geh doch mal. Gerade da war der Klick, genau. Der. War noch nicht. Bleibst du jetzt da drin, du Messer? Geht doch. Wo ist das Zahnrad? In diese Höhle möchte ich nur ungern gehen, so in tiefster Dunkelheit und ohne Licht. Hab dich doch nicht so, ey. Ich will nie rein. Ich will das nicht. Der Kasten Punika ist wieder da. Hi. Werter Herr Punika. Endlich sind die Getränke für die Erwachsenen da. Ja. Immer noch besser als Fruchttiger, würde ich sagen. Fruchttiger habe ich, glaube ich, noch nie getrunken. Der löscht den Durst. Ja, angeblich. Tränkelieferung. Sonderlieferung. Ein paar Heilsalben. Hier kannst du richtig schön farmen, wenn du Bock hast. Ja, bis 20. Ja, dann hat sich's ausgefarmt. Den Rest muss man leider essen. Ich greife dich alles an, wenn nicht mal drei auf den Bäumen ist. Das ist ekelhaft. Natürlich muss er den Durst löschen. Das hat mir die Werbung immerhin versprochen. Das ist richtig. Wie wir wissen, Werbungen halten immer ihre Versprechen. Ja, einfach immer. Irrisch. Genauso wie ich. Da wird nur mit Krits um sich geworfen. Aber wirklich? Ich kritte halt gerne. Lass mich kritten.
Bye! Wenn die Werbung das sagt, genau so ist es. Deswegen finden auch so viele die ganzen AAA-Spiele geil, weil es heißt, es ist das beste Spiel der Welt. Und da muss es ja stimmen, wenn die Werbung das sagt. Oh, das ist cool. Zwei Wege. Freue mich darüber gerne. Ich habe mir so im Off-Topic angeschaut, wie das neue Pokémon Legenden Arceus aussehen soll. Ist das nicht dieses Open-World-Spiel? Ah, das sieht richtig garbage aus. Findet ihr? Also ich finde es eigentlich ganz okay. Ich habe es doch gar nicht gesehen, tatsächlich. Ja, es wäre ganz okay, wenn du das jetzt als erstes Unity-Projekt machen würdest oder so. Würde ich nicht sagen, aber das ist halt Game Freak. Ich wollte gerade sagen, Game Freak ist da ein bisschen hinten dran, ne? Nice. Können Attacken eigentlich überhaupt so verfehlen? Ist mir noch nie passiert, glaube ich. Außer man ist blind vielleicht. Ich glaube, sollten eigentlich nicht so verfehlen. Okay. Ja gut, dass die sich jedes Jahr ein neues Spiel aus dem Knochenmark leiern müssen, ist ja nicht unser Problem. Welcher Gegner? 101 EP. Ist das ein Wert, der nur so einträgst, oder sind das, wird der irgendwie berechnet? Ich glaube, die werden mittlerweile berechnet, weil Cordy irgendwie was eingebaut hat, dass das, dass die Werte der Gegner prozentual mit den Leveln der Charaktere steigen. Sowas mag ich überhaupt nicht. I'm not sorry. Ich sagte meine Frau heute mal, sorry, no sorry. Was? Aber du musst doch nicht erstaunlich. Was? Ja, ich muss doch nicht erstaunt sein, wenn ich ins Restaurant gehe und mir ein Steak bestelle. Und dann bekomme ich halt ein rohes Fleischstück auf meinem Teller, weil der Koch mir sagt, tut mir leid, der Ofen ist kaputt. Dann kann ich da Verständnis für haben, aber essen will ich es trotzdem nicht. Langsam erkenne ich nichts mehr. Es wird zu dunkel. Und du wirkst ziemlich müde. Du hast recht. Es war ein langer und anstrengender Tag. Allein schon, wenn ich an die Kanalisation denke. Stimmt. Ich denke, heute sollten wir es sein lassen. Ich baue uns mal ein Zelt auf. Nein, ich hab nur noch eins. Hör auf! Mach nicht so einen Scheiß! Man müsste jetzt hier eigentlich schon korrekt sein und zwei Zelte aufbauen. Ach! Hey, die beiden kennen sich doch. Seit einem Tag. Die haben Knaffkumpel. Sagen, die haben sich ja auch schon. Die haben sich ja auch schon in, ne? Durch die Gitterstäbe unterhalten. Hey. Das erinnert mich an die Umgebung Neosolas. Wie meinst du das? Manchmal bin ich tagelang unterwegs, um für meine Heimatstadt Nahrung zu beschaffen. Wenn ich dabei zu weit davon entfernt bin, übernachte ich auch unter freiem Himmel. Oh, ach so. Ich schreibe mir gerade die Stirn. Weil? Entschuldigung? Habe ich mich verlesen? Nein, alles okay. Wie gesagt, ich habe Sing umgeschrieben und das war eine davon. Oh. Kann ich verstehen, dass du Scaling nicht so gern hast. Reduziert irgendwie das Gefühl von Character Progression. Was haben wir noch? Charaktermodelle, System sehen gut aus. Schon mal besser als im ersten Trailer. Achso, das ist jetzt wieder Pokémon, ne? Ja, genau. Also beim ersten Trailer sah es halt nicht so hübsch aus und jetzt beim zweiten war das besser, finde ich. Ich muss es mir tatsächlich mal angucken. Ich habe es echt noch nie gesehen. Ich bin da völlig jungfräulich. Aber pass auf, dass es nicht wehtut beim Gucken. Okay. Aber Nahrung beschaffen? Wie meinst du das genau? Ich bin einer der vielen Jäger, Nisolas. Auf unsere Aufgabe besteht darin, Essen für die Stadt zu besorgen. Das raue Klima im Norden ist nicht gerade von Vorteil, da potenzielle Handelspartner nicht gerne den Weg auf sich nehmen möchten. So haben unsere Vorfahren gelernt, sich selbst zu versorgen und zähmten die Shuka, um auf ihnen wild zu jagen. Wirklich? Und du machst sowas? So richtig Vieh erlegen, ausweiden und all der Kram? Ja. Das hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Du wirkst nicht gerade so, als ob... No. Schon gut. Vielleicht ist es einfach nur ungewöhnlich für dich, dass Frauen auch mit anpacken.
Stimmt. Bei meiner Crew ist das nicht so. Ach, übrigens. Was genau musst du denn in Nisola machen? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich suche meine Crew. Ich habe in Nisola eher die Chance, dort ein Schiff nehmen zu können, um zu ihnen zu kommen. Oh, verstehe. Das wäre dir in der Hafenstadt Philankas nicht wirklich gelungen. Genau. Und woher kennst du diesen Seto? Er hat vieles auf sich genommen, dir zu helfen. Das stimmt. Er ist der Sohn vom besten Freund meines Vaters. Ich nehme an, dass er mir nur deswegen half. Ansonsten hätte er mich wohl im Kerker versauern lassen. Eigentlich kann er mich nicht wirklich leiden. Nun ja, er wirkte schon etwas abweisend, aber... Wieso glaubst du das? Weil er sich so benimmt. Weil du das gerade... Du hast deine Frage gerade selbst beantwortet. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er eine Abneigung gegen alle Räuber und Banditen hat. Was völlig unverständlich ist. Ich weiß auch nicht, was das mit mir zu tun haben soll. denn ich bin ein Mörder. Ich weiß nur, dass er eine Abneigung gegen alle Räuber und Banditen hat. Genau, dazu zähle ich auch. Nun, er wird schon seine Gründe dafür haben. Ja, no shit! Also, ich meine, wer hat denn keine Abneigung gegen Banditen und so? Ich frage ja nur mal. Ja, denke ich auch, ja. Ihr seid voll die Denker. Darf ich dich etwas fragen, Emiko? Klar, leg los. Was ist das für ein zerbrochenes Schwert, was du mit dir trägst? Das darfst du mich nicht fragen. Es gehört meinem Vater. Ich habe es leider zerbrochen und versuche nun, wenn ich meine Crew wiedergefunden habe, einen Weg zu finden, um es zu reparieren zu lassen. Ach so. Sieht aber auch sehr edel aus. Es hat bestimmt einen hohen Wert für deinen Vater. Schön, dass du ihm helfen magst. Naja, ich war ja auch selbst schuld an dem Desaster. Stimmt wohl, aber ich finde es gut, was du nun dafür auf dich nimmst. Das weißt du doch gar nicht, ob das stimmt. Daran sieht man, dass du ein netter Mensch bist. Kann man die Szene bitte wegbringen? Ich liebe das. Das ist so ein geiler Gedanke, wenn du als Entwickler daneben sitzt und denkst, die Sequenz ist alt. Ja, es ist outdated. Es tut mir leid. Ich schäme mich für jeden Text, der da steht. Das ist einfach so geil. Ich hätte nie vergessen, wie der Daniel damals Unleashing of Chaos Let's Played hat auf seinem alten Kanal und ich jede Folge da im Grund und Boden hätte versinken wollen, weißt du? Das ja, ist ja, ja. Och, es geht halt eigentlich. Aber wenn man natürlich was anderes herausstellen will, verstehe ich das schon, ja. Aber immerhin ist Kim nett. Das ist meine willkommene Abwechslung. Das ist richtig. Yay! In der neuen Version ist sie voll die Hexe, so. Verdammt! Ja, das ist dann, da ist sie eher zeitgemäß. Einfach nur noch so sich über alles am Beschweren. Emiko, kannst du nicht einmal die Klappe halten? Danke. Jemand versteht meinen Schmerz, wenn wer DOH spielt. Ja, ja. Es geht dir wahrscheinlich genauso, ja. Kann ich mir vorstellen. Du solltest dich hinlegen. Ich pass auf. Schon, aber was ist mit dir? Wir sollten uns abwechseln. Okay, von mir aus. Ich übernehme die erste Wache. Das ist nett von dir, Emiko. Bis später. Schlaf gut, Kim. Was meine Crew gerade macht. Hoffentlich geht es ihnen gut. Kamio ist ja bei ihnen. Er wird schon einiges richten können, aber naja, der Mann ist ja auch schon weit über 70 Jahre alt. Was? Okay. Es wird schwer sein, ihn von Klaskos Tod zu berichten. Ich darf gar nicht dran denken, der kriegt direkt eine Herzattacke. Wahrscheinlich. Also sein genaues Alter ist tatsächlich 77. Also eigentlich schon fast 80. So sieht er aber gar nicht aus, so alt hätte ich ihn gar nicht geschätzt. Er hat sich halt gut gehalten. Er hat ja schon halt die grauen Haare, aber so an sich ist er noch fit, das stimmt. An meinem Opa siehst du auch nicht an, dass der 76 ist. Also das ist eigentlich ziemlich spannend. Mhm. Die anderen, die noch nicht im Versteck sind, wissen wahrscheinlich noch nicht, was passiert ist. Bestimmt Sorgen. Vor allem Luis. Ich hoffe, Kamio schickt Kenan auch zu unserem Versteck, damit der Rest der Crew weiß, was passiert ist. Ist das? Und da etwa Seto?
Du? Hast du jemand anderen erwartet? Zetto, was machst du hier? Was soll dieser Aufzug? Das hört sich jetzt für dich seltsam an, aber ich habe dieser beschlossen... Dieser Aufzug, der sieht doch genauso aus wie vorher, nur ohne seine Mütze. Nee, der hat ein anderes Shirt an. Also der hat noch eine Weste drüber. Echt? Mhm. Okay. Ich kann dir ja mal später ein Artwork zeigen. Das hört sich jetzt für dich seltsam an, aber ich habe beschlossen, dich auf deiner Reise zu begleiten. Bitte was? Aber wie? Was ist mit deinem Job, deiner Freundin? Das ist sowieso nur rumgemeckert. Das ist alles geklärt. Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Scheidung 2 auf 1 raus. Alter! Was? Ich kann was hat er wieder gesagt? Scheidung ist raus. Oh! Sie sind verlobt, ja? Das ist geklärt. Die Kondompackung ist jetzt leer, bis sie wieder aufgefüllt ist. Kann ich jetzt ein bisschen reisen gehen. Aufgefüllt? Was geht bei dir? Ah. Ah. Soratas Kommentar ist auch lustig. Setu setzt eine Mütze ab. Emiko, wo ist Setu hin? Ich sehe ihn nicht. Setu? Wer ist Setu? Was? Falls es sich beruhigt, Teri wird für mich in der Bibliothek einspringen. Das Ganze funktioniert aber auch nur, weil ich mich mit meinem Chef so gut verstehe. Und jetzt mach den Mund zu. Gut, wenn du meinst. Aber weshalb kam jetzt dieser Wandel? Ich bin nur der Meinung, dass man die nicht mit einer so wichtigen Aufgabe alleine lassen darf. Ich habe gesehen, was dann passiert. Ich dachte jetzt gerade, er ging jetzt gerade 2 Schritte nach oben zum Lagerfeuer, ne? Ich dachte, der stolziert jetzt einfach in das Zelt rein, weißt du, und schreit die Kinder rein. Wer sind sie? Das tut mir so leid. Kim weiß doch, wer das ist. Ja, sie erkennt ihn aber vielleicht nur so wenig wie du. Ach so, weil das eine Mütze nicht auf hat. Sie kennt ihn auch nur mit der Mütze. Okay, jetzt haben wir die ganze Katze einfach nur geschreddert, das tut mir leid. Oh. Moment mal. Ich bin nur der Meinung, dass man... Ich nehme genau, hat man schon. Na, klasse. Das werde ich auch nie mehr los. Oh, Seto, du hier. Das hast du richtig erkannt. Er meinte, er würde uns nun begleiten. Spontan beschlossen. Ist doch super. Da musst du nicht alleine nach Nisola reisen. Hallo? Jetzt endlich mal Zapfenstreich hier. Emiko versteckt sich hinterm Lagerfeuer. Sie werden mich nie finden. Hinter den lodernden Flammen. Oh. Na sowas, du bist es. Wie bitte? Na, du bist doch diejenige mit dem großen blauen Vogel, oder? Ich habe gesehen, wie die Wachen dich vor ein paar Tagen mitgenommen haben. Oh. Wo kommst du her? Wer bist du? Nachts im Wald. Kommt so eine Frau mit so einer Schürze aus dem Dickicht. Nachts im Wald. Moment mal. Spiel doch einfach mal weiter, Mensch. Wie soll ich denn bei solchen Kommentaren? Oh. Ich glaube, den Inno müssen wir stumm schalten. Da macht die ganze Szene kaputt. Wusa. Das ist aber so geil, ne? Was genau zum Rat hat. Was machen sie in meinem Garten? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, ich glaube, Igelechse ist du mir so leid! Ist du mir so leid! Alter, dieses Spiel, es ist so geil! Oh, ey, ihr macht das so kaputt, ne? Ihr seid so gemein, ey! Wir haben den Igel gebrochen. Ja, ich lass mich lieber so brechen, als, ne, ihr wisst schon. Der Igel hat gerade ein Lachflash. So nenne ich das immer. Oh, Leute. Alter. Ey, das ist so geil. Das ist einfach so geil. Aua, mein Bauch. Ey, mir tut die ganze Fresse jetzt weh. Scheiße. Okay, machen wir weiter. Wenn du so lache duscht, ne, das ist voll ansteckend. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Ich hab mitgelacht, ist alles okay. Na, dann ist ja gut. Oh, keine Sorge, es ist alles gut. Ich kümmere mich um deinen Vogel. Er hat nämlich eine Verletzung am Bein.
Aton, er ist verletzt. Darf ich ihn sehen? Natürlich, komm ruhig mit. Ich zeige ihn euch. Lustig wäre es halt wirklich, wenn sie jetzt so zwei Schritte nach oben geht, die Kamera scrollt ein bisschen hoch, steht direkt so ein fettes Haus. So, in der Ecke. Aton, mein lieber Aton, dir geht es wirklich gut. Das bin ich erleichtert. Ich habe gedacht, die Wachen hätten dir was Schlimmes angetan. So sieht also ein Shuka in Natura aus. Ich habe über sie nur in Büchern gelesen. Was für ein riesiger Vogel. Stell dich erstmal diese Chicken Wings vor. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank, dass Sie sich um ihn gekümmert haben. Nicht zu danken, Liebes. Hier ist die Rechnung. Wollt ihr nicht lieber ins Haus kommen und dort die Nacht verbringen? Bin mir nicht sicher, ob... Wir sind eben eher auf der Durchreise. Das weiß ich doch, sonst würdet ihr hier nicht draußen kampieren. Das Licht des Feuers war sehr auffällig. Ist halt auch geil, wir verstecken sich vor Wachen, erst so ein fettes Lager für so ein Osterfeuer gemacht, weißt du so. Ja komm, so groß war das Feuer jetzt nicht. Emiko konnte sich dahinter verstecken, okay? Ich möchte euch nicht zwingen, aber ich denke, ein warmes Bett ist euch doch bestimmt lieber, als in der Kälte zu nächtigen. Wir nehmen das Angebot an. Spinnt er? Das freut mich. Dann kommt schnell, es ist kalt hier draußen. Dafür habe ich Feuerholz gesammelt und das Zelt aufgebaut? Großartig. Tja, that's life. Fühlt euch wie zu Hause. Ich hatte schon lange keine Gäste mehr. Meine Söhne sind schon vor Jahren nach Velanka gezogen. Da bin ich froh, wenn ich Besuch bekomme. Ach, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Margarete. Aber nennt mich ruhig Maggie. Ich heiße Kim. Emiko. Schön, dich wiederzusehen, Maggie. Immer noch gutgläubig gegenüber Fremden, wie ich sehe. Wie? Ach, Seto. Jetzt im Licht erkenne ich dich erst. So ohne deine Mütze. Ich habe deine Mütze gar nicht erkannt. Das ist auch so ein Running Gag. Ja. Woher kennst du meinen Namen? Das habe ich im Buch gelesen. Im Bürgerverzeichnis, weißt du? Aha, du bist ja so. Deswegen hat er nichts erwidert, dass wir zu ihr ins Haus kommen sollten. Scheint die Frau zu kennen. Maggie, du solltest wirklich aufhören, fremden Personen so leichtgläubig zu vertrauen. Aber diese beiden hier sind doch mit dir unterwegs. Dann können sie doch nicht so schlecht sein. Ja, du hast sie doch gar nicht erkannt. Das ist jetzt gar kein Argument. Da hast du recht, sie sind wirklich in Ordnung. Weißt du, Emiko räumt sich schon mal so die Taschen ein. So. Na also. Ihr seht übrigens furchtbar mitgenommen aus. Wollt ihr nicht ein Bad nehmen? Wenn das keine Umstände macht. Ach was, ich lasse euch mal das Wasser einlaufen. Das rechte Leiter, ich denke schon, wo sind die anderen Räume? Wo sollen wir denn hier schlafen? Was gibt es? Können wir sicher bleiben? Können wir wirklich hier bei dieser Maggie bleiben, Seto? Du weißt, wie mein Ruf voraussalt. Keine Sorge. Maggie ist eine herzensgute Dame. Ich kenne sie schon lange, habe zusammen mit ihren Söhnen studiert. Ja, aber weiß sie denn nicht um die Steckbriefe Bescheid? Doch. Aber sie legt nicht viel Wert auf das Imperium von sich gibt. Solange du dich gut benimmst, wird sie keine Schwierigkeiten machen. Glaub mir. Nice. Erstmal speichern. Ausgezeichnet. Können wir uns wirklich hier aufhalten? Geht das in Ordnung? Dein nächstes Ziel? Deinen Shuka hast du ja nun gefunden. Das stimmt. Eigentlich wollte ich danach auch wieder nach Hause. Aber wenn Aton verletzt ist, kann ich ihm diese Reise auf keinen Fall zumuten. Vielleicht bleibe ich so lange hier, bis er gesund ist. Ich weiß es noch nicht. Stehe. Kannst du mal Seto nochmal ansprechen? Ohne Kappe. Ohne eine Kappe siehst du anders aus. Und? Naja, das ist halt so ungewohnt. Kappe war in den Kämpfen teilweise eher hinderlich. Zudem ist sie nun in der Wäsche. Der Ausflug in die Kanalisation bekam mir nicht gut. Oh. Sie ist in der Wäsche. Was haben wir noch hier? Was ist mit Teri? Ich glaube, sie war nicht wirklich begeistert, dass du unbedingt mit mir ziehen willst, oder? Sie hatte es bereits geahnt, dass ich dich begleiten werde. Hat sie? Teri ist eine wunderbare Frau. Sie weiß genau, wie ich empfinde. Wird sie dich nicht vermissen? Bestimmt. Aber ich werde mich so oft es geht bei ihr melden. Okay.
Was hat man denn mit dir hier noch? Bla bla bla, Nisola. Kannst du mir mehr Informationen über Nisola geben? Nisola ist die größte Stadt im Norden. Zwar nicht so groß wie Philanka, aber ihre Einwohnerzahl ist schon beachtlich. Wir leben von der Jagd, aber das weißt du ja schon. Du wirst dort auch viele Leute treffen, die direkte Nachkommen von den Nomaden sind. Du weißt schon, die damals durch die Lande zogen und sämtliche Städte gegründet haben. Ja, das ist mir bekannt. Aber ich würde dir schon raten, dir dickere Kleidung zuzulegen, denn in Nisola herrscht nur Eis und Schnee. Oh je. Wofür Nisola aber noch bekannt ist, sind die heißen Quellen. Es tut echt gut, wenn man sich von einem langen Tag darin erholt. Heiße Quellen, das klingt interessant. Ja, immer nur auf Entspannung aus der guten Herr, ja. Kannst du mir was über die Shuka an sich sagen? Na klar. Shuka leben in freier Wildbahn in einer Gruppe mit bis zu 15 Tieren, meistens unter der Führung eines Alpha-Tiers. Sie sind sehr intelligent und haben einen freundlichen Charakter und sie mögen es, wenn Menschen in ihrer Nähe sind. Wie praktisch. Ja, richtig. Schrecklich, nur Eis und Schnee. Ja, Eddie, auch keinen Bock drauf. Wenn man sich richtig um deinen Shuka kümmert, kann er um die 35 Jahre alt werden. In den eisigen Gegenden Nisolas kannst du dich voll und ganz auf deinen Shuka verlassen. Sie kennen sie besser, als du es dir vorstellen kannst. Brauchst du noch weitere Infos? Nein, nein, das war schon informativ genug. Danke dir. Okay. Erstmal looten. Keine Sorge, sie können mir vertrauen, dass ich alles restlos plündern werde. Schön verziertes Geschirr und Gläser. Na gut, hier ist mal nichts zu klauen. Das ist oder frech, ey. Ah, du kommst gerade richtig. Die Wanne müsste gleich voll sein. Magst du als erstes gehen? Ich mag mich nicht vordrängeln. Ach was, deine Freunde haben sicherlich Verständnis dafür. Warmes Wasser habe ich genug. Daran soll es nicht scheitern. Hihi. Na gut. Erstmal Bettwäsche, Bettlaken, Socken und weitere Unterwäsche. Okay. Sehr viele Frauenkleider gehören wohl Maggie. Eiskalt ignoriert. Was denn? Dass sie da... Dass eigentlich da steht von wegen, ja, hier, geh mal rein. Ja, ja, ich weiß. Okay. Ich zieh das durch, aber ist mir egal. Ein verschlossener Kleiderschrank. Hier stehen viele verschiedene Holzfiguren. Ich glaube, das sind als Spielsachen. Sehr viele Lehrbücher über Wirtschaftslehre. Bäh. Was für ein großer Schrank. Alles ist sehr fein säuberlich einsortiert worden. Ich sehe gerade, dass die Blume da auf dem großen Schrank so halb war. Die ist halt gut ausbalanciert. Das ist auch eine Falle für halt so Diebe wie Emiko. Wenn ihr in den Schrank gehen, fällt ihr den auf den Kopf. Ja, genau. Was ist denn da drin? Bock! So. Hat einen Blumentopf auf den Kopf bekommen. Minus 100 Hitpoints. Oh ja, geil. Ab in die Wanne. Das ist eine riesige Wanne, Alter. Wir können ja alle drei rein. Ist ja super. Na dann. Also zumindest zwei, ja. Also er und Seto zum Beispiel. Für die Frauen kommt jetzt voll der Fanservice. Ja gut, warum soll auch mal nur die Mädels nackig in der Wanne sitzen, ne? Ja, ne? Macht ja anders keinen Sinn. Wow, ist das warm. Genau die richtige Temperatur. Das tut gut. Als wenn das gerade gepinkelt hätte, weißt du so. Ah, genau richtig. Oh. Nein. Das ist auch etwas, das fällt nur einem Mann ein. Ja, richtig. Weil nur Männer in die Badewanne pinkeln. Wie lang die Reise wohl wird. Warum? Und was mich da noch alles erwartet, ja. Sowas wie in Philanka darf mir nicht nochmal passieren. Ich will nicht, dass sich andere wegen mir in Gefahr bringen. Vielleicht einfach mal nicht nachts in irgendwelche Bordelle gehen und sich besaufen, das wäre schon ganz hilfreich. Du hast ihn hier reingelenkt. Ach so, jetzt bin ich dann wieder schuld, ist klar. Natürlich, der Spieler ist schuld. Ich muss nochmal mit Zetto reden. Er soll mir nicht folgen. Was? Er soll mir nicht folgen. Wenn die ganze Sache schief geht, hat er ein ernsthaftes Problem. Kim? Sie wird bestimmt bei ihrem Shuka bleiben, denke ich mal. Nein, es ist wirklich besser so. Ich muss die Sache alleine regeln. Lasko hätte das auch so gemacht. Du siehst, wohin es ihn gebracht hat. Lasko ist tot. Genau das meine ich. Aber jetzt genieße ich das hier erstmal. Einmal meine Sorgen vergessen.
Sie schläft so ein, 2 Stunden später, komplett verschrumpelt überall. Das war schon der Fanservice? Ein bisschen, ja. Okay. Ah, das war also richtig haben. Gut. Ja. Ich fühle mich großartig. Seto? Das heißt, du hast die Lesebrille auf. Ja. Es wäre besser, wenn du in Philanka bleiben würdest. Bitte? Ich will nicht, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Erst war die Brille ausgezogen. Oh, ja, 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 ja. Ich verstehe, dass du dir Sorgen machst, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden. Ja, aber wenn die Sache schief läuft und man dich deswegen auch gefangen nimmt. Das Risiko besteht daraus, durchaus. Aber ich denke, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, kann man eher darauf achten, dass solch ein Fall nicht eintritt. Und wenn doch, wird uns schon etwas einfallen. Das hat ja in Philanka auch irgendwie geklappt. Okay. Aber das machst du doch nicht wegen mir, oder? Ich meine, du kannst Banditen offensichtlich nicht leiden. Also, weshalb tust du dir das an? Für dich tue ich das nicht, da hast du recht. Ich tue es für Christian. Mein Vater, wieso? Christian hat einiges durchmachen müssen, nachdem du verschwunden warst. Nach 20 Jahren kommst du per Zufall nach Hangard und dann stellt sich raus, dass du eben dieser Sohn bist. Und dann haust du wieder ab. Meinst du, das fiel ihm leicht? Bestimmt nicht, aber wolltest du nicht unbedingt, dass ich Hangard verlasse? Genau, um Christian davor zu bewahren, einen Fehler zu machen. Was ist besser? Zu sterben, weil du deinen Sohn bei dir behalten wolltest? Oder weiterleben und wissen, dass er lebt und seinem Leben nachgeht? Oh. Wenn du also bei dieser Reise versagen, getötet werden sollst, wäre Christian am Boden zerstört. Das will ich vermeiden. Stehe. Du kannst meinen Vater wohl gut leiden, wenn du dich so für ihn einsetzt. Ja, er war der Vater, den ich nicht bei meinem hatte. Mit meinem hatte. Darf ich fragen, wieso? Es war so. Oh, jetzt bin ich gespannt. Daran erinnere ich mich nämlich überhaupt nicht mehr. Mr. Bigglesworth. Wie geschockt, der guckt so. Es umarmt mich. Nach Mutters Tod ließ sich mein alter Herr hängen. Er saß nur da, redete mit niemandem. Sogar seinen besten Freund ignorierte er. Doch konnte Christian nicht anders, als immer wieder nach uns zu sehen. Da ich niemanden hatte, mit dem ich reden konnte, oder der mich einfach nur mal tröstete, wandte ich mich an ihn. So kam es, dass Christian eher eine Bezugsperson für mich wurde, als mein Vater zu dem Zeitpunkt hätte sein sollen. Die Zeit verging. Ich raffte mich nach Mutters Tod auf, weiterzumachen. Doch Alexander? Während ich mir alle Mühe gab, machte er so weiter wie bisher. Ich verstand sein Verhalten nicht. Irgendwann fand ich es nur noch erbärmlich, wie er sich da verhielt. Ich kann verstehen, dass der Verlust meiner Mutter ihm schwer fiel. Ist doch genauso. Aber er tat auch nichts dagegen. Das machte mich wütend. So wütend, dass ich mich von ihm abwandte und mich eher an Christian hielt. Dank ihm kam ich auf die höhere Schule Philankas, konnte dort einen sehr guten Abschluss machen und erfüllte meinen Wunsch, studieren zu gehen. Ja, so war das. Oha, klingst du, als ob du einiges wegen deinem Vater durchmachen musstest. Es zeigte mir, dass ich nie so enden will wie er. Irgendwann hatte er sich zwar wieder hochgerafft, es war zu spät. Ich hätte ihn gebraucht, als es mir schlecht ging. Aber nun ja, wozu noch groß darüber reden? Ändern kann man es eh nicht. Da bin ich wieder. Nach der Kanalisation war das Bad wirklich überfällig. Mir ging es genauso. Ich schlage vor, dass wir uns nun schlafen legen. Morgen wird wieder ein langer Tag. Da hast du wohl recht, Zetto. Du, Kim, bleibst du nun hier? Ich habe früher mit Maggie gesprochen. Sie sagte, es sei kein Problem, dass ich hier bleiben könnte.
Aber es gibt da noch etwas, was mich an Artons Verletzungen stutzig macht. Es ist die Frage, ob es ihm etwas nützt, wenn ich bei ihm bleibe. Er ist nun konkret. Ich möchte mir morgen bei Tageslicht seine Verletzung genauer ansehen. Dann kann ich noch eher sagen, was ich tue. Na also, dann sollten wir uns also alle hinlegen. Es war ein anstrengender Tag. Ja, das sollten wir. Gute Nacht. Schlaft gut. Ich wette, Kim hat das untere linke Bett. Ja. Cameo! Cameo! Was gibt es, Justus? Kinnan kam zurück mit einer Nachricht. Sie ist von Emiko und Klasko. Oh, zeig her. An Cameo, uns beiden geht es gut. Wir konnten den Kundenträgern entkommen. Wir kommen zu euch auf den REM-Kontinent. Falls ihr vorher den Windjäger flugfähig bekommen solltet, holt uns unterwegs ab. Am besten halten dazu so oft wie möglich Kontakt über Kenan. Ich und Klasko. Es geht Ihnen gut. Sie sind unterwegs zu uns. Super. Dann sehen wir Sie also bald wieder. Jetzt müssten wir Kenan noch zum Versteck schicken, damit Janis und die anderen auch Bescheid wissen. Aber wir gönnen ihm mal einen Tag Pause. Er ist weit geflogen und das mit einem beachtlichen Tempo. Hast recht. Ich gehe und gebe ihm mal etwas Futter. Ist es wirklich so schlau gewesen von Emiko, das so zu schreiben? Das ist halt die Frage, ne? Ich meine, er möchte es dem wahrscheinlich persönlich sagen, das kann ich schon nachvollziehen. Mann, habe ich gut geschlafen. Sieht so aus, als ob Kim und Seto schon auf den Beinen sind. Dann gehe ich sie mal suchen. Also ich glaube schon, ja, es ist halt so, er will es ihnen persönlich sagen, deswegen hat er da geflunkert in dem Brief wahrscheinlich auch. Und damit das auch jetzt alles reibungslos funktioniert, das ist auch okay, glaube ich, irgendwie. Er will einfach vermeiden, dass sie nochmal abstürzen. Ja. Oh, guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Guten Morgen, Maggie. Ja, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Das freut mich zu hören. Deine Freunde sind übrigens draußen, wenn du sie suchen solltest. Ah, danke dir. Ich gehe mal zu ihnen. Ich finde das immer so beeindruckend, dass RPG-Helden das einfach so können. Na, die kommen halt irgendwo an, legen sich hin und schlafen. Ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwo schlafe, wo ich vorher nie geschlafen habe, brauche ich irgendwie 2 Tage, um pennen zu können. Weiß ja, nicht. Das kann ich. Bevor du jetzt hier mit Kim redest, kannst du mal erst mit Seto reden. Der ist weiter rechts. Ach so. Der ist weiter rechts, okay. Das ist eine optionale Szene, aber ich denke, das ist eigentlich ganz interessant. Er ist beim Pipi-Machen gestört. Steht hier so und guckt so in die Richtung. Ah, du bist es. Guten Morgen. Morgen, Seto, was machst du hier? Solange Kim nach ihrem Shuka sah und du noch im Bett lagst, dachte ich, dass ich mir mehr das umsehen sollte. Tja, da vorne geht es aus dem Wald raus. Der Weg führt weiter nach Norden zum Dörfchen Kana. Unser nächstes Ziel. War die Generale nicht auch auf dem Weg dahin? Surprise! Du bist dir wirklich sicher, dass du mit mir kommen willst? Geht das schon wieder los? Ich sagte dir bereits das. Weißt du, ich kann nicht so recht glauben, dass Teri dich einfach so gehen ließ. Hast du ja auch die Wahrheit gesagt? Glaubst du wirklich, dass ich meine Freundin anlüge? Ja. Denkst du das wirklich von mir? Ja. Nein, aber sie war absolut nicht gut, auf mich zu sprechen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie... Ich sage dir nun im Detail... wie sich das Gespräch entwickelte. Wag dich danach nochmal, so etwas zu behaupten, Bandit. Oder wird es Seto richtig böse? Nicht ich, der ehrenwerte Seto. Seto? Ehrlich gesagt, habe ich mir noch ein wenig Sorgen gemacht. Was zum... Seto, nach was riechst du denn? Wo warst du? Tut mir leid, Teri. Ich gehe gleich in die Badewanne. Was ist los? Hast du diesen Luftpiraten gefunden? Ja, habe ich.
Er ist nun auf dem Weg zum Wald Flankers. Dann hat er es also durch die Stadt geschafft. Das ist doch gut, oder? Ja, eigentlich schon. Zetto, du machst dir Sorgen, aber er schafft, oder? Ehrlich gesagt, ja. Ich weiß, eigentlich sollte mir dieser Bandit egal sein, aber es geht mir in erster Linie um Christian, ich weiß. Du hattest es mir ja schon erzählt. Sag, möchtest du ihn begleiten? Kann ich das? Ich will dich doch nicht alleine lassen. Abgesehen davon, meine Arbeit in der Bibliothek. Du bist doch mit deinem Chef per Du. Ich könnte für dich ein paar Tage einspringen. Das würde mir nichts ausmachen. So lange, nicht ein paar Tage. Psst, da stand ein paar Tage. Ich das sage schon, Master. Warte. Bitte? Ich weiß, wie sehr du Christian schätzt und ihm helfen mag. Auch wenn das bedeutet, seinem Sohn unter die Arme zu greifen. Aber wenn es das ist, was du wirklich tun willst, dann möchte ich dir nicht im Weg stehen. Aber schon klar, du kennst mich doch. Es ist viel zu spät, ich kann Herbert jetzt nicht Umstände erläutern. Und morgen wird Emiko zu weit weg sein, um ihn noch einzuholen. Schreib ihm doch einen Brief, in dem du ihm die Umstände grob erläuterst. Er muss ja nicht wissen, dass deinem Luftpiraten hilfst. Überlass den Rest einfach mir. Als Krimi-Autorin wird mir schon etwas Passendes einfallen. Ich werde mir schon was zurechtlügen. Ach, Terry, du bist ein Schatz. Ich danke dir für dein Verständnis. Ich kenne dich doch schon lang genug. Beeil dich lieber. Geh schnell in die Wanne. Oh ja, mach ich. Ich liebe dich, Moment, Terry. Heißt das, der hat zweimal gebadet? Nee, Seto hat bei Maggie nicht gebadet. Ah. Also er kommt dann so in das Bad, Kim und Emiko sind fertig. Er kommt rein, das Wasser ist so schmuddelig, dann gehe ich nicht rein. Also ich wusste nicht, wurde das gesagt. Ich habe halt gedacht, die haben das nacheinander gemacht. Na, erst Emiko. Und dann habe ich gedacht, als sie danach in dem Raum waren, dass Seto danach gebadet hätte. Und als letztes dann nämlich Kim, habe ich gedacht. Mm. Nee. Aber das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Nee, das stimmt. Nee, wichtig ist das garantiert nicht, ja. So war das. Sag also nie wieder, dass ich Terry anlügen würde. Hey, okay, es tut mir leid. Sie ist echt schwer in Ordnung. Ich sagte ja, sie ist eine wundervolle Frau. Du hast Glück, solch eine Frau an deiner Seite zu haben. Stimmt. Wie sieht es bei dir aus? Hm. Noch nicht die richtige gefunden. Ach so, na macht nichts. Wer weiß noch, was noch alles passiert. Ich meine, er ist schon immerhin schon 20. Da hat dann doch schon längst gefunden, die richtige Frau. Mhm. Guten Morgen, Kim. Wie geht es Arton? Oh, Emiko, hast du mich erschreckt? Sorry, das war nicht meine Absicht. Nun gut, es ist ja nichts passiert. Also, Arson geht es ganz gut. Aber die Verletzungen sind doch gravierender, als ich dachte. Er kann also nicht mit mir nach Nisola reisen. Was möchtest du nun machen? Es würde auch nichts bringen, wenn ich hier bleiben würde. Ich denke, es wäre besser, wenn ich nach Nisola reise und meinen Leuten erzähle, was passiert ist. Dann können wir ihn mit einer Trage hier abholen. Das ist wohl das Beste, was du machen kannst. Weißt du, wirst uns nach Nisola begleiten? Ich sage es mal so, wenn es dir und Seto nichts ausmachen würde? Ich denke nicht. Übrigens, du musst dich für uns geheim halten, dass du Magie nutzen kannst. Ist es? Ja, das Leuchten vorhin ist mir nicht unbekannt. Mist, ich war mal wieder zu unvorsichtig. Mal wieder? Ja, das war es letztendlich auch, warum mich die Mikamachen gefangen genommen hatten. Das hatten sie ja gesagt, ne, dass ja die Magierin gefangen genommen wurde. Und bisher hat sie ja noch nicht gezaubert. Ich kam in diesem Wald hier an und wurde gleich darauf von einem seltsamen Vieh angegriffen. Es hatte Arton attackiert und ihn dabei verletzt. Ich konnte es zur Flucht zwingen, aber das Fauchen des Tiers lockte Wachen an. Und diese sahen, mich gerade dabei war, Arton mit Magie zu heilen. Sie trennten mich von meinem Shuka und brachten mich ins Gefängnis von Felanka. Das würde erklären, warum bei unserer Ankunft in Felanka so viele Wachen noch unterwegs waren. Aber ich belauscht. Nicht nur wegen dem Luftschiff, wie wir angenommen haben. Die waren wohl ganz verdutzt, dass sie jemanden per Zufall mit Magie entdeckten und waren deswegen zusätzlich noch in Alarmbereitschaft. Aber ich kann auch niemanden damit schaden
Im Gegenteil, ich helfe damit. Das ist Mikan egal. Wenn du Magie nutzen kannst, egal in welcher Form, bist du für sie eine Bedrohung. Wir kennen das alles, wurden schon Leute zu Tode geheilt. Das ist doch verrückt. Wir können doch nichts dafür, was mal in der Vergangenheit passierte. Ich weiß das, aber so ist es eben. Im Moment können wir nichts dagegen tun. Naja, lassen wir das Thema ruhen. Wir sollten uns eher bemühen, Nisola zu erreichen. Das ist doch für uns alle nun unser vorläufiges Ziel. Sieht so aus. Ich habe mitbekommen, dass du uns noch begleiten wirst, Kim. Ja, vorausgesetzt, das ist ja auch rechtes Zetto. Aber nichts dagegen. Du hast ja bereits gezeigt, dass du keinen Klotz am Bein hast. Das fasse ich mal als Kompliment auf. Es ärgert mich nur, dass ich meinen Shuka nicht helfen kann. Bei gravierenden Verletzungen hilft meine Magie nicht. Vielleicht bin ich darin zu unerfahren. Heiler haben ganz bestimmt keine Lizenz von den Behörden, das muss es sein. Das stimmt wohl. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass man seine Fähigkeiten auch verbessern kann, wenn man den Umgang mit ihnen übt. Okay, natürlich. Stehst du da vor dem Moment? Ja, natürlich. Ich denke, hä? Das ist ja ganz was Neues. Ja, du wirst besser, wenn du übst, das kann nicht sein. Könnte man noch einiges von dir lernen, Sento. Ey, du hast es gerade so richtig gespürt, wie ich so ein Fragezeichen im Gesicht hatte, ne? Ja, sorry. Eher nicht. Meine Magie ist eine ganz andere als deine. Ich kenne mich dafür mit Heilung gar nicht aus. Stimmt auch wieder. Ich kehre dann mal ab, ob Maggie sich weiter mit Arton kümmern kann. Gut. Danach sollten wir uns auf den Weg machen. Wahrscheinlich wollte Seto einfach was anderes damit sagen. Ich glaube, das ist aber so ein bisschen, da muss man jetzt wissen, wie die Magie hier in dem Universum funktioniert. Aber das hörte sich jetzt für mich eher so an, als wollte Seto sagen, dass Magie in dem Universum stärker wird, je häufiger man die einsetzt wahrscheinlich. Ja. Das war eigentlich so das in der Sache. Okay. Das ist ja nicht immer so. Das stimmt. Es gibt ja auch so Universen, in denen ist halt zum Beispiel das Potenzial deiner Magie einfach von Geburt an festgelegt und da kannst halt nicht besser werden oder so. Ja, und ein Zauberspruch ist ein Zauberspruch und ist auch immer gleich stark und so gesonnen. Mach dir um deinen Atem keine Gedanken, Kim. Ich werde mich gut um ihn kümmern und darauf achten, dass er sich nicht überanstrengt. Danke, das ist lieb von dir, Maggie. Danke, dass wir bei dir übernachten durften. Nichts zu danken, gerne wieder. Auch von mir herzlichen Dank, ich mach das wieder gut. Jetzt aber, Seto. Ich habe das gerne gemacht. Nun geht besser, nicht, dass euch noch die Wachen erwischen. Sie hat recht, lasst uns gehen.